Moin. So, ich gucke mir jetzt das Stadion an. Fotos habe ich schon gemacht. Mit der Drohne bin ich auch drüber geflogen. Mal gucken, was das wird. Also das ist das Columbus Crew Stadion, gerade frisch gebaut. Also da, ne? Ein Spiel schon gemacht oder zwei, weiß ich nicht. Ich gehe da ja nicht hin. Ist zu viel schwarz-gelb. Was kann man noch alles erzählen? Wie gesagt, die hatten hier in Columbus schon das erste reine Fußballstadion. Das war denen aber nicht gut genug. Und jetzt haben sie halt das hier. 312 Millionen oder so hat das gekostet. Heißt Lower Com Field. Lower Com ist, glaube ich, irgendeine so eine Kreditscheiße oder was weiß ich. Hier, guck mal. Die dicken, faulen Menschen. Mit ihrem komischen... Na. Man muss ja von einem Burgerstand zum anderen kommen irgendwie, ne? Knapp über 20.000 Plätze hatte das alte auch. Parken ist echt scheiße hier. Aber naja, was weiß ich. Vielleicht hoffen sich, dass Leute hier reinlatschen. Das Coole ist, dass es so nah am Geschehen, also der Innenstadt ist. Der Fanshop, kann man den jetzt so sehen da, hat halt immer auf. Naja, mal hochlatschen. Ja, jetzt haben sie dann noch so ein cooles Logo. Ziemlich modern das Ganze. Schauen wir mal. So, haben wir hier nochmal Aussicht vom Haupteingang. Oh, da ist das Field. Die mögen es offen. Also man kann von allen Richtungen, wenn man wollte, mit einer Drohne reinfliegen und gucken für Nüsse. Hier ist der Grill hinter mir. Also irgendwann muss ich doch hier mal hin, wenn was los ist. Ne? Ja, und hier ist der Shop. Adidas. Aber jetzt siehst du, alles schwarz-gelb. Black and yellow. Fußballkissen. Auch nicht schlecht. Ich würde ja was kaufen, aber mit den Farben kann ich es nicht. Ja, einige Sachen habe ich doch gefunden in schwarz und weiß. Schwarz auf Grau. Übel das Design. Ganz übel. Columbus Till I Die. Die wurden ja erst 96 ja, gegründet. Also Columbus Till I Die. Hier findet man auch so viele Sachen, so Respect Your Roots. Respektiere deine Wurzeln. Wurzeln seit 1996. Naja gut, irgendwann müssen sie auch mal anfangen, ne? Wann jetzt irgendein Spiel ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich, ich glaube morgen. Aber naja, außer dass ich hier hingehen würde, um ein bisschen Stadion-Feeling zu kriegen. Vielleicht gibt es eine Brille, die das ganze Gelb rausfiltert. Ganz einfach nicht. Ja, und hier ist Downtown. Bisschen laufen muss man schon. Okay, naja, also gleiche Sitz- und Stehplatzkapazität wie das alte Stadion, nur halt eben ein bisschen schicker überdacht, war das andere nicht. Und ja, nahe an der Innenstadt. 30, 31 Dollar die billigste Karte. Bei uns 13 Euro, ne? Also 15, 16 Dollar. Hier das Doppelte. Für Scheißfußball. Obwohl manchmal haben sie auch Glück und spielen irgendwie einen glücklichen, guten Ball. Das macht mir so Spaß. Alles klar. Naja,
das von dem Stadion, vom neuen Stadion der Columbus Crew in Columbus, Ohio, bei überraschend gutem Wetter. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ich gehe jetzt was essen. Tschüss.